Was wäre eigentlich passiert, wenn das Ministerium Harry Potter die Rückkehr von Voldemort geglaubt hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Wir alle kennen die Szene oder die Stelle, in der Cornelius Fudge und das ganze Ministerium Harry Potter nicht geglaubt hat, als Voldemort zurückkehrte. Daraufhin gab es viele Dinge, die passiert sind, die hätten vermieden werden können. Das heutige Video wird sich jedoch damit beschäftigen, was passiert wäre, wenn das Ministerium tatsächlich Harry Potter geglaubt hätte, wie sie sich in der Situation ändern würden und wer davon betroffen wäre, wenn dieses Szenario eintreten würde. Cornelius Fudge hat Harrys Leben so ziemlich zur Hölle gemacht für die Dauer seines 5. Schuljahres in Hogwarts und Albus Dumbledore bekam das stumpfe Ende davon ab. Heute wird es um ein Was-wäre-wenn-Video gehen, das jede einzelne Sache abdeckt, die sich ändern würde, wenn Cornelius Fudge Harrys Worten über Voldemorts Rückkehr geglaubt hätte. Also zurück zum Punkt. Direkt nach Cedric Diggorys Tod im Trimagischen Turnier spricht Dumbledore vor der ganzen Schule, wie er es in der ursprünglichen Zeitlinie auch tat, und informiert sie über den Tod von Cedric durch die Hand von Lord Voldemort. Der Zaubereiminister trifft am nächsten Tag mit seinen Beamten ein und schimpfte mit Dumbledore, weil er die Schüler so abrupt und so öffentlich informiert und in Kenntnis gesetzt hat. Immerhin war er immer noch unsicher und hasste jede Art von beunruhigender Kontroverse. Dennoch würde er Harrys Worte in dieser Zeitlinie glauben, und entsprechende Maßnahmen mussten ergriffen werden, um sich auf den Tod von Cedric vorzubereiten. Diggory hätte die Beerdigung bekommen und die Verabschiedung, die er verdient hätte. Sein Tod wäre nicht vertuscht worden als tragischer Unfall, sein Charakter und Erinnerungen wären nicht beleidigt worden, wie es in der ursprünglichen Zeitlinie der Fall war. Harry Potter wäre ausführlich darüber belehrt worden, was auf dem kleinen Hangleton-Friedhof geschehen ist, und müsste den Moment immer und immer wieder erleben müssen, was Harry unter schweren Stress setzen würde. Seine Erinnerung an diese Situation wäre auch von Dumbledore gesammelt worden, um sie am Denktarium genauer zu betrachten. Jedenfalls hätte es eine große Warnung über Lord Voldemorts Rückkehr vom Minister selbst gegeben, zusammen mit der Unterstützung durch den Tagespropheten, der den Mann, der Fudge ist, kennt, obwohl der Fokus auf dem Dunklen Lord natürlich liegen wird. Der Dunkle Lord würde das Thema mit Diskussionen überschatten, denn seine einzige Chance war es, Diskussionen in die Welt der Zauberer zu bringen, um sich selber im Hintergrund zu halten. Mit der Gewissheit, dass das Ministerium die volle Kontrolle über die Situation hat und äußerst zuversichtlich ist, den Dunklen Lord schnellstmöglich vor Gericht zu bringen. Hogwarts hätte natürlich die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft. Harry hätte auch dem Minister und den Beamten bei der Nachbesprechung erklärt, dass Peter Pettigrew die ganze Zeit am Leben war und Sirius Black reingelegt hat. Das wäre nicht so gut angekommen, da Fudge fest davon überzeugt war, dass Black ein verurteilter Mörder war. Er wäre nicht nur sehr interessiert daran gewesen, Harrys Erklärungen zu hören, denn die Nachricht von Voldemort war unangenehm genug, aber jetzt zu hören, dass Sirius unschuldig war, war etwas, das er nur mit Mühe verstehen konnte. Die Karte des Rumtreibers wäre eine Hilfe gewesen, als Harry seinen Standpunkt erklärte, und die Hilfe von Dumbledore gefolgt von dem Augenzeugen Ron, Hermine, Remus Lupin und Severus Snape, die alle den Stammbaum sehen konnten. Fudge entlastete dann widerwillig Black für den Mord an 12 Muggeln und den Verrat an den Potters, der zu ihrer Ermordung führte. Das bedeutet, dass Sirius nun frei wäre, um mehr an Harrys Leben teilzunehmen, anstatt auf der Flucht zu sein. Aber lasst uns mal weitergucken. Es gäbe keine Dolores Umbridge in der Schule, dieser schreckliche Tyrann, der von der Mehrheit der Harry Potter-Fans mehr gehasst wird als Lord Voldemort, wäre niemals für das Amt des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste aufgestiegen. Ich glaube, Severus Snape hätte den Job des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommen, was bedeutet, dass Slughorn ein Jahr früher zurück gewesen wäre und höchstwahrscheinlich leichter zu finden gewesen wäre, da die Todesser nicht nach ihm gesucht hätten. Es bedeutet auch, dass Harry das flüssige Glück in seinem 5. Jahr bekommen hätte, anstatt im 6. Jahr. Aber Aragog wäre zu diesem Zeitpunkt nicht gestorben. Ich frage mich also, welchen Weg das flüssige Glück in Harrys Besitz getan hätte, um von Slughorn zu bekommen, was er wollte. Aber irgendwie wäre ihm das schon gelungen. Ohne dass Umbridge und das Ministerium im Grunde genommen jede praktische Verteidigungsarbeit von Harry und den Schülern sabotierten, hätte es keine Armee aus Dumbledores Armee gegeben, was bedeutet, dass der Raum der Wünsche Harry nicht vorgestellt worden wäre.
Auch wenn er keine Ahnung gehabt hätte, wo er suchen soll, um das Diadem von Ravenclaw in den Heiligtümern des Todes zu finden, bin ich mir sicher, er hätte es irgendwie gefunden. In der ursprünglichen Zeitlinie hatte Voldemort ein ganzes Jahr lang Zeit gehabt, um seine Streitkräfte neu zu formieren, als das Ministerium Harry nicht geglaubt hat. Ich glaube eigentlich nicht, dass er sich darüber im Klaren war, wie glücklich er sich schätzen konnte, so lange unentdeckt in diesem alten Szenario zu bleiben. Das Ministerium hätte eng mit dem Orden des Phönix zusammengearbeitet und für eine kurze Zeit wäre die Anwendung der unverzeihlichen Flüche wieder erlaubt gewesen. Es wäre ein aggressiver Angriff auf die Todesser gewesen, zumal Voldemort nicht in seiner stärksten Verfassung war. Er war gerade einmal wiedergeboren worden und erlangte gerade seine Macht wieder. Die Schlacht in der Mysteriumsabteilung hätte auch nicht stattgefunden. Und wenn Dumbledore noch da gewesen wäre und nicht auf der Flucht gewesen wäre, hätten sich Harrys falsche Visionen als solche bestätigt, als er Dumbledore um Hilfe bat, so wie er es im Halbblutprinzen getan hat. Und wie ich bereits sagte, ist dies nur die zweite Bestätigung, dass Sirius Black nicht von Bellatrix getötet worden wäre. Er hätte auf jeden Fall vorher erst überlebt, obwohl ich denke, er würde sich immer wieder in Gefahr begeben, wenn es darum ginge, Harry zu beschützen. Ob er an der Schlacht von Hogwarts teilgenommen hätte, wenn er zu Schaden gekommen wäre, da bin ich mir nicht ganz sicher. Um es zusammenzufassen, Harry hätte die Ausrüstung, die er verloren hat, und der Dunkle Lord hätte nicht mehr die Zeit gehabt, sich neu zu organisieren und seine Streitkräfte neu zu formieren. Ich sehe immer noch nicht, dass sich in Bezug auf Voldemorts Einfluss viel geändert hätte. Er war immer noch unsterblich, er hatte immer noch Horcruxe und Harry hätte sie genauso verfolgt, wie er es tat. Nachdem das gesagt ist, das ist meine Einschätzung, was wohl passiert wäre, wenn Fudge und das Ministerium Harry geglaubt hätten, was seine Behauptungen über Voldemorts Rückkehr anging. Vielleicht hätten wir früher eine stärkere Allianz zwischen dem Orden des Phönix und dem Ministerium gesehen. Vielleicht wären auch mehr Ressourcen in die Suche nach den Horcruxen und den Schutz der Zaubererwelt geflossen. Das Vertrauen in Harry hätte die moralische Unterstützung und den Zusammenhalt der Widerstandskräfte auf jeden Fall gestärkt. Darüber hinaus hätte eine frühere Anerkennung der Bedrohung durch Voldemort vermutlich auch die allgemeine Bevölkerung besser auf die kommenden Gefahren vorbereitet. Anstatt von der plötzlichen Gewaltwelle überrascht zu werden, hätten die Zauberer und Hexen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Verteidigung ergreifen können. Natürlich bleiben das alles aber Spekulationen. Die Realität ist, dass die Ignoranz und das Leugnen des Ministeriums von Voldemort die Gelegenheit gaben, seine Macht im Verborgenen weiter auszubauen. Dennoch bleibt die Vorstellung, wie eine rechtzeitige Anerkennung seiner Rückkehr die Ereignisse beeinflusst hätte, ein faszinierendes Gedankenspiel. Aber was denkt ihr darüber? Denkt ihr, es wäre noch viel mehr passiert oder hätte sich die Geschichte sehr stark verändert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.